Julia, Leute, willkommen zurück auf der Hofbergbahn. Sonntagmittag sollte es sein. So, da ich ja von meiner Ungeduld bekannt bin, ist mir das jetzt egal. Ja. Ich fahre jetzt das Getreideschrot zum Schweinefutter-Misch-Dingens. Und ja, dass das mal anfängt endlich hier. Ja. Ich meine, wenn ich dann, sagen wir 7 Uhr im Spiel, demnächst werde ich sowieso die Nacht überspringen, da haben wir da ein bisschen auf einen Schlag ein bisschen mehr Getreideschrot, aber jetzt brauche ich es zum Herstellen des Schweinefutters. So. So, komischerweise, ich merke gerade, gestern hatte ich Force Feedback, also Widerstand beim Lenken, jetzt habe ich den nicht mehr, keine Ahnung. Was das war, ich kann es euch nicht sagen. War so scheiß Hitz, oder? Ohne Witz, ey. Boah. Das hat ja heute Nacht gar nicht abgekühlt, ey. So. Getreideschrot und alles ist im Lot. So, ich habe jetzt, wie gesagt, die Rüben komplett reingekippt. Also das war ein ganzer Anhänger. So gut wie. Jetzt hieß es, der Rest kann Getreideschrot werden. Und da müsste es eigentlich passen. Ach so. So. Das schaut auch gut aus. Das schaut sehr gut aus. Das schaut very gut aus. So. Boing. Da, 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 da. Jawohl, so machen wir das. So machen wir das. Das sind 40.000, 98% voll. Das ist ja gut. Also ist es tatsächlich so, wie ihr gesagt habt. Null. Oh. Haben wir gar nichts mehr. Haben alles verhökert, mein lieber Freund. So ein geldgieriger Spieler hier aber auch. So, ich sehe gerade. Die 15 und so weiter, ne? Die kann ein bisschen Unkrautvernichtung gebrauchen. Das ist gut. Das ist gut. So, da. So, das läuft. Hier läuft gar nichts. So, da war gerade eine WhatsApp gekommen, deswegen eine kurze Unterbrechung, Entschuldigung. So, wenn ich das Mischfutter mal... Ist da jetzt der Fan, ist da jetzt da frei? Genau. Ja, ein bisschen Mischfutter raus. Und kippen das mal zu den Kühen. Ba, 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 ba. So wie es aussieht, liegt daneben auch noch ein bisschen was, gell? Warum auch immer. Ich glaube, ich habe dann eben den Anhänger gebraucht, also ich kann es euch gar nicht mehr sagen. Alles schon zu lang her.
So, dann fülle mich mal auf mit Mischfutter. Ja, es kann ein bisschen dauern. Dann trinke ich mal ein Schlückchen. So, wenn ich jetzt oben meinen Inspektor-Mod sehe, da ist einiges los, ne? Und alles läuft. Ja, der geleaste Axion, der ist ja auch noch am tiefen Lockern. Das dauert bestimmt noch einen Moment, weil ne, Arbeitsbreite ist nicht vorhanden. So ist es. So. Was geht denn sowieso mit den Tieren ab, ey? Die brauchen auch wieder Stroh, die Schafe. Die bräuchten Milch, aber es geht noch. Kühe, oh, ist voll, sehr schön. Wasser, Stroh geht auch noch. Die Hühner brauchen unbedingt mal ein bisschen Futter. Na toll, los, jetzt wirklich nichts mit nicht mehr viel drin, gell? Habe ich denn meinen Frontlader, meinen Dingens, meinen. Da ist er doch. Nee, Quatsch. Das habe ich doch am Radlader jetzt drauf, das Ding, ne? Genau, das war doch so. Und das Ding steht, soweit ich das in Erinnerung habe, neben am Schweinestall, das mit dem Big Back. Diese Big Back Gabel. Big Back, Big Big Back. So. Hallo. Da steht's auf dem Balkon, hat nichts zu tun, das arme Mädel. So, wo sind wir denn hier? Oh, halt. Das war das nicht für die Radlade? Ey, war das für das alle? Ach na, ich hatte für die. Ach, so war es auch, ja. Ich hatte für die Radlade diese Palettengabel gekauft, aber nicht das Ding hier. Also, Kommando zurück. Das ganz berühmte Buch, der Weg war umsonst. Ach, also ich bin so froh, wenn es wieder mal 10 oder 15 Grad kühler ist. Ey, das ist nicht auszuhalten. Ich meine, ich bin immer froh und es ist immer schön, wenn du, ja, ich sag mal, die warme Sommerabende, ja, so, ja, jetzt fängt er mit Romantik oder was. Nee, aber wenn es dann abends noch warm ist und da kann es ein bisschen draus hinsetzen und hat dann Glück und wird nicht von der Mücke zerstoben. Und man hört die Grille ziehen und sowas, das ist ja alles ganz cool, ne? Aber irgendwann, wenn wir auch wieder mal, sagen wir mal, ne, durch die Garde, durch die Stadt laufen, ohne dass man sich ja nicht abschwitzt. Ne? So ist es doch, ehrlich gesagt, so ist es doch. So, oh. Echt jetzt? Hat alles fertig? Na alle. Dann fahren wir direkt neben dran mit dem Drescher. Verkauft kriege ich das glaube ich sowieso nicht so, ja Bohnen, weil ja alle Geschäfte, wir haben jetzt 4:15, die werden alle zu haben. Die werden alle schon dicht haben. Der meldet sich auch gleich wieder, ey, mein lieber Freund. Da ist er doch. Ach siehst du, hat er doch besser geklappt, als ich gedacht habe, ne?
Hat doch besser geklappt, als ich gedacht habe. Da-di-da-di-da-di. Mal abtanken, du trotzdem schon. Oh, jetzt habe ich schon hier stehen. Eine Birke im Weg. Immer diese Birken. Ist so warm. Da gibt es so ein cooles Lied, wie heißt das von, ich weiß halt irgendwie mit Dingsbums and Friends. Ja, ich verlaf, das ist gut, das ist eigentlich gut auf die Punkte. Ich verlaf. So. Oh money too, oh money, money, money too. So, das haben wir ja eigentlich eingesät mit Weich, ne? Wenn ich jetzt einen CP-Kurs habe, mache ich den auch, aber ich würde sagen, das Vorgewinde machen wir mal schnell selbst, ne, dass der wieder überall hängen bleibt. Wobei ich muss ehrlich sagen, der jetzt bei dem Feld, was war's denn? 3, gell? Ist der gut rumgekommen, du? Gell? Da ist der gut um die Ecke gefahren, du. Habe ich schon kurz Feld 2. Sag mal. F2. Ne, nur Maisgebiss sehe ich gerade. Dann machen wir jenen. Jenen. Genau. Sehr schön. Weiter geht's. Da ist, wie gesagt, der hat noch ein bisschen zu tun. Das Feld ist nicht gerade klein. Und das freue ich mich jetzt schon. Da gibt eine gute Ernte nachher. Der ist. Oh, der macht das aber prima. Wunderbar machst du das. Ey, zeig mal. Show me what you can, what you did. Oh, wunderbar. Dann die 13 auch gleich wieder. Ja, die 3 muss gekalkt werden. Könnte eigentlich unser Fendt machen. Zu viele Fahrzeuge. Zu viele Fahrzeuge. So. Gut, liebe Leute, dann war es das für heute von der Hof Bergmann. Die nächste Mittwoch wieder 2 Folgen. Und da werden wir dann kalken beginnen und ja, nochmal gucken, dass die Hühner tatsächlich ihr Futter kriegen und nicht eine blöde Sprüche gemacht werden hier. So. Ich kann da stehen bleiben. Ja, wie gesagt, dann wünsche ich euch einen wunderschönen Sonntag, den restlichen Sonntag. Wenn es euch gefallen hat, ne, wisst Bescheid, Däumchen oder so. Und ja, bis morgen früh die Rade. Ja, alle. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüssi.